Letzte Woche haben wir Kristalle in Deutschland gefunden, also setzen wir sie heute natürlich Ultraschall aus. Aber warum eigentlich? Aktiviert die Glocke. Kennen Sie das auch? Sie haben mit der besten Science-Community zusammen Amethysten in Deutschland gefunden. Kati, das ist unser erster Amethyst. Aber die Steine wollen einfach nicht sauber. Wissenschaft. Das sagen wir jetzt zu jeder coolen Technik. Wir haben jetzt jedenfalls unsere Funde zwar vorgewaschen, aber wenn so ein Stein so gut ein paar Jährchen im Dreck liegt, dann ist der Schmutz auch entsprechend hartnäckig. Also blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als mir ein Ultraschallreinigungsgerät zu kaufen, ist doch klar. Und manche von euch kennen das wahrscheinlich schon von der Arbeit oder vielleicht vom Optiker, weil man mit diesen Dingern auch extrem gut Brillen reinigen kann. Und falls ihr das noch von woanders kennt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dort konnte ich jetzt jedenfalls meine Kristalle reinigen und der Dreck schwimmt einfach von selbst weg. Interessant. Aber wie funktioniert das? Die Lösung, in der das Ganze liegt, ist es schon mal nicht. Also nicht direkt. Denn das ist einfach nur Wasser, beziehungsweise es würde auch einfach nur mit Wasser funktionieren, aber ich habe auch noch für ein besseres Ergebnis etwas Ultraschallreinigungskonzentrat dazugegeben. Was hier jetzt jedenfalls passiert ist folgendes. Wasser kann wie Luft Schallwellen übertragen. Und diese Schallwellen haben natürlich auch eine Frequenz. Und Schwingungsfrequenzen oberhalb von 18.000 Bewegungen pro Sekunde, also ab 18 Kilohertz, werden in der Physik als Ultraschall bezeichnet. Und Ultraschallreiniger arbeiten eben mit Frequenzen, die zwischen 20 und 400 Kilohertz liegen. Und der Aufbau ist eigentlich echt simpel, denn je nach Aufbau kleben oder hängen bei so einem Gerät entweder Plattenschwinger oder Tauchschwinger in der Schwingungswanne. Und wenn Spannung anliegt bzw. nicht anliegt, bewegen sie sich, das heißt, sie können auch für Schallwellen sorgen. Und mit der richtigen Frequenz hat man dann ein Ultraschallfeld, welches Wellen entwickelt und die Folge davon ist dann sowohl Überdruck als auch Unterdruck. Während zu einer Unterdruckwelle sammeln sich dann winzige Vakuumbläschen am zu reinigenden Gegenstand. Das nennt sich Kavitation. Und das heißt, dass bei jedem einzelnen Bläschen sich ein kleiner mit Dampf gefüllter Raum befindet. Und diese implodieren dann natürlich auch irgendwann. In Realtime passiert das natürlich extrem schnell und dieser extrem schnelle Wechsel zwischen ankommenden und platzenden Bläschen ist dann am Ende das, was den Schmutz von der Oberfläche löst. Und das scheint halt wirklich gut zu funktionieren. Ich meine, der Dreck kam aus jedem Winkel geschwommen und nach so einer halben Stunde sahen die Steine so aus. Das ist jetzt mein großer Amethyst nach dem Ultraschallbad. Also man kann die Linie klar erkennen, die die Wasseroberfläche bildete. Und da ist der Dreck ja schon richtig gut aus den Spalten rausgekommen. Und das war jetzt nur eine halbe Stunde. Also wenn man es drauf anlegt, wird der noch sauberer. Und oh Leute, ich werde es definitiv drauf anlegen. Das ist ein anderer großer Amethyst, den ich fand. Und den fand ich am Anfang gar nicht so schön, aber wahrscheinlich liegt das wirklich an den Verunreinigungen. Das könnte echt spannend werden. Und es ist spannend. Ich meine, schaut euch mal diesen wunderschönen Stein an. Die Farben kommen jetzt viel besser durch, was ja logisch ist, da jetzt mehr Licht in den Kristall reinkommt. Es ist einfach nur noch pure Ästhetik. Ich finde es unglaublich entspannend, diesen Stein anzuschauen. Und er erinnert mich auch jedes Mal an diesen wunderschönen Tag, an dem wir ihn gefunden haben. Ich muss sowas auf jeden Fall öfter mit der Community machen. Und ich hoffe, ihr wollt solche Videos auch sehen. Dieser Stein hier war vor dem Ultraschallbad für mich nicht so interessant, wie er es jetzt ist. Denn erst jetzt kommt seine tiefviolette Färbung so richtig zum Vorschein. Und er ist auch noch wunderschön, weil er nur auf Quarz liegt, das auch noch strahlend weiß geworden ist. Ein einziges Ultraschallbad kann einen so großen Unterschied machen. Ich bin fasziniert. Das krasseste Glow-Up, literally, hatte aber dieser Kristall hier. Das ist purer Amethyst mit einer roten Mütze drauf und das ist halt auch wirklich spannend. Bevor der gereinigt war, war mir nicht klar, dass das ein einziger fetter Edelstein ist. Und nach dem Ultraschallbad ist das fast schon mein Liebster von allen. Ich bin wirklich happy. Tipp auf den Daumen nach oben und abonniere Techtastisch, wenn du sowas feierst. Und in diesem Video haben wir die Amethysten einfach so auf dem Boden gefunden. In Deutschland.